Also Part Nummer 2, immer noch 0 zu 0 zwischen Neumarkt und den TSV 66 Polling. 15 Minuten gespielt. Natürlich in der ersten Halbzeit. Oh, da ist eine große Chance für den TSV Neumarkt, St. Veit. Das war zum Guten, dass er zum Trainer geschlossen bleiben und die Rübe hinhalten, hat er gesagt. Ja, das war echt geil, die Rübe hinhalten. Also der Pollinger Trainer, der gefällt mir. Darauf freue ich mich schon nächste Woche dann, wenn ich dann das Spiel vom TSV Polling, das Heimspiel, und hoffentlich spielen die dann wenigstens im Stadion. Aber ich glaube schon, weil die haben keine Schule. Oder die haben schon eine Schule, aber die haben keinen Schulplatz. Die haben halt nur den einen Fußballplatz. Und hoffentlich spielen sie dann auch im Stadion, weil sie wirklich eine wunderschöne Tribüne haben. Und Ecke für Polling. Und in der Mitte steht keiner. Ja, auch der TSV Ampfing spielt wieder in der Bezirksoberliga. Die spielen heute ja in Traunreuth. Rückrundenauftakt. Die haben schon um 14 Uhr angefangen. Ich weiß aber nicht, wie es steht. Ah ja, genau, natürlich nächsten Freitag Ampfing gegen Freilassing auch auf meinem YouTube-Kanal. Also wie gesagt, nächste Woche Ampfing daheim gegen Freilassing auf meinem YouTube-Kanal und am Samstag das Heimspiel vom TSV 66 Polling. Ich gehe jetzt hier mal einen Schritt zurück.
Gute Chance für Neumarkt St. Veit. Aber gut gehalten vom Torwart. Ja gut, das war auch ein. Das war. Der Ball war ja nicht so schwer zu halten. Immer noch 0:0 zwischen Neumarkt und Polling. Boah, jetzt friert es mir aber ganz schön. Fehler vom Torwart. Und das ist die Führung.
Das ist die Führung für den TSV 66 Polling. Also 25 Minuten gespielt, 0:1 für den TSV 66 Polling hier beim TSV Neumarkt St. Veit. Schießen sie sich, glaube ich, gegenseitig noch ab. Auf die Position.